Ende 2011 war die Markteinführung der zweiten Generation M-Klasse von Mercedes. Zum Marktstart standen zwei Diesel- und eine Benzinmaschine als Antriebsaggregate zur Verfügung. Ein Leistungsspektrum von 150 bis 225 kW wurde angeboten. An der Karosserie ist uns aufgefallen, dass die eher rundliche, etwas pummelige Version der ersten Generation durch den gezielten Einsatz von schärferen Linien und Kanten eleganter, flacher, gestreckter wirkt. Antriebsseitig ist uns aufgefallen, dass die Modellbezeichnung der Bluetech Dieselmaschinen eigentlich nicht zum Hubraum passt. Leistungsmäßig überzeugt selbst der 250er Bluetech Diesel, der aus einem Hubraum von knapp 2,2 Liter bereits ein Drehmoment von 500 Newtonmeter ab 1600 Umdrehungen zur Verfügung stellt. Der hier von mir gefahrene 350er Bluetech schöpft aus knapp 3 Liter Hubraum ein sagenhaftes Drehmoment von 620 Newtonmeter. Alle drei zum Start vorliegenden Maschinen leiten ihre Kraft über ein sanft und weich schaltendes 7-Gang Tronic Plus Automatikgetriebe. Ich persönlich habe auch sehr viel Wert auf das On- und Offroad-Paket gelegt, was als Ergänzung zum On- und Offroad-Programm auch ein zusätzliches Kriechganggetriebe zur Verfügung stellt.